Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bus Simulator 16. Mein Name heißt Garderull, ist links unten eingeblendet und grammatikalisch vollkommen korrekt. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wenn du nichts verpassen willst, lass doch gerne ein Abo da und schau im Sendeplan nach, wann die nächste Folge kommt. tv.garderull.de. Dort ist unsere Homepage, inklusive Community. Ich glaube, ich fahre auch Bus. Ja, so, wir sind unterwegs bei großem Verkehrsaufkommen, so hieß es zumindest, und wir haben ordentlich Regen auf dem Schirm. Deswegen heißt der auch Regenschirm. Verstehst du, wegen Regen auf dem Schirm? Schade, dass hier kein entsprechendes Wassermodell dann auch gebaut wurde. Also, dass irgendwie das Wasser auf dem Feld stehen bleibt und sowas. Unbefriedigend. So. Da ist mir doch gerade einer reingefahren. Jetzt kriegen wir die Abzüge dafür, oder was? Nicht schön. Vor allem. Was hätte ich denn da machen sollen? Wird da vielleicht nochmal grün oder was? Ich versuchte gerade durch dieses Schweigen so dieses langweilige vor der Ampel stehen so ein bisschen zu überspielen. Es geht hier nicht weiter. Warte mal, vielleicht hilft das hier. Ich sehe also schon, wir müssen die Strecke eh nochmal fahren. Mann. Ich bin ja in der falschen Spur hier. Junge. Verspätung an der Haltestelle. Na, das kann ja eiter werden. So, jetzt einmal um den Block rum hier. Komm, gib Gas. Da hat es jetzt irgendwie 100 Folgen gedauert, bis ich den Tempomaten endlich verstanden habe und jetzt nutze ich den noch niemals. Vorsichtig. Stell dich so an, das sind Anschlaggute. Ja, was heißt denn hier brutales Bremsen? Das war ein bisschen... Halb... Das war vielleicht ein bisschen... leicht scharf. War doch nicht rasant. Ich bin mir übrigens auch noch nicht sicher, ganz ehrlich, ob diese dieses Ausknobeln der Dauer, die man von einer Haltestelle zur nächsten brauchen sollte, ob das mittlerweile so richtig ist. Weil mal steht er um 6 Minuten, mal steht er ein paar Sekunden nur und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Nee. Und im nächsten Zyklus bin ich dafür, dass wir auf jeden Fall dann einen MAN-Bus kaufen. Neulich habe ich mich zu Tode erschreckt. Was ist passiert? Anscheinend hat mein Mitbewohner einen kleinen Staubsaugerroboter, der sich automatisch einschaltet. Ich hatte keine Ahnung, was los war oder woher das Geräusch kam, bis ich ihn gesehen habe. Ich dachte, das Haus stürzt ein. So. Ich dachte, das Haus stürzt ein. Keine Zeit verlieren hier. Was ich übrigens komisch finde, ist, da muss ich jetzt mal drauf achten, ist es wirklich so, dass wir jetzt die ganze Zeit nur Tickets für 2,20 verkaufen, seit wir nicht mehr selber verkaufen? Nächster Halt, Königsstraße.
Da wäre doch glatt in mich reingefahren. Schon wieder den Schulterblick nicht gemacht. Mann. Irgendwann, da fahren sie mich zu Klump hier. Gut, dass der Taxifahrer, der aus Amerika sich hierhin verfahren hat, dass der rechtzeitig reagiert hat. Oh Mann. Aber es scheint in der Tat so zu sein, das habe ich ja schon häufiger mal als Theorie anheimgestellt, dass die... dass die einzelnen Stadtteile unterschiedlich schwer sind. Wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. So, meine Herren, das Ganze ein bisschen zügig. Das geht alles von meiner Zeit ab. Dafür ist der Verkehr wenigstens halbwegs intelligent. Aua! Nächster Halt, Königsbrücke. Was war denn da schon für ein Autounfall? Wo stehen denn eigentlich immer Autos? Spawnen die mitten in mir drin oder was ist da los? Aber gut, es ist heute auch... ist auch heute eine... Oh, Moment. Ist ja auch heute viel Betrieb, haben wir ja gelernt, auf der Strecke. Damit könnte es natürlich auch zu tun haben. So. Wunderbar. Dankeschön. Jetzt sind wir gleich schon mal über die Brücke drüber, dann dauert es ja nicht mehr lange. Und dann haben wir die erste Auswertung mit noch einem weiteren Fahrer. Aber wenn man das so überschlägt, von den Kosten, was ein Fahrer kostet und was eine Strecke reinbringt, sollte man eigentlich immer sofort wieder reinvestieren. Ja, wenn du 5000 einnimmst auf der Strecke und Fahrer kostet 1000 plus Buswartung, der Bus bringt noch 2000 durch Werbung ein, ist es eigentlich sinnvoll, immer ASAP zu investieren. Was ich übrigens immer noch irritierend finde, ist, dass wir als Chef zwar mit dem Bus selber rumfahren, den aber nicht, also der aber nicht gegen unsere Fahrzeugflotte berechnet wird. Sehr, sehr komisch. Sehr mit merkwürdig. Das ist die Frage, ob wir jetzt hier irgendwo zu einer Haltestelle müssen, dann muss ich natürlich mich rechts einordnen, sonst kommen wir nie wieder nach rechts. So viel dazu. Es ist echt schwer zu sehen, was die Ambach ist manchmal. So, hier haben wir eine Aral-Tankstelle. Würde ich jetzt mal von den Farben drauf schließen. Hat der gerade noch extra eine Kippe ausgetreten, oder was? Wir sind noch kein Haar am Sack, aber schon am Rauchen. Echt unfassbar. So. Ja gut, bei dem Regen wären vielleicht noch ein paar Regenschirme, hätte man vielleicht noch einbauen können. Darauf, sich in den hinteren Bereich des Busses zu begeben, damit zusteigende Passagiere genügend Platz haben. Was ist das denn für eine Ansage? Und jetzt stürmt's auch noch. Guck dich mal die Bäume an, die bewegen sich richtig. Also, die stark, meine ich.
Doch nicht. Gut. Manchmal werde ich nicht schlau aus den Fußgängern. So. Ich hätte gerne auch irgendwie Bonuspunkte dafür, wenn wir hier ordentlich fahren. Nörgel, nörgel, nörgel. Es hieß ja eigentlich im Tutorial, zufriedene Fahrgäste sind das Wichtigste, was du hast. So. Wie wirkt sich das denn bitte schön jetzt darauf aus, dass die alle super zufrieden damit sind, wie ich hier fahre? Ich meine, wer wäre damit nicht zufrieden? Bei jeder Fahrt höchstens 2 Autounfälle. Ich finde, das ist ein guter, im wahrsten Sinne des Wortes, Track Record für so einen Busfahrer, ja? So. Ne, sowas zum Beispiel. Jetzt 4 Minuten irgendwie bis zur nächsten Haltestelle und die ist direkt um die Ecke Röhm. Also um 2 Ecken Röhm. Ein bisschen schneller hier, ich habe einen Fahrplan einzuhalten. Ich ziehe ja schon extra so weit raus und trotzdem fahre ich teilweise noch gegen andere Fahrzeuge. Ich überlege mir gerade, wie schwierig das wohl sein muss. Also, das meine ich jetzt nicht synthetisch, wollte ich gerade sagen. Ironisch. Wirklich dann zu berechnen, so dass man die Wendekreise und so, dass sich alles realistisch anführt, fühlt und ne, dass man um die Sachen drumherum fahren muss, man ausholen muss und sowas alles. Hauptbahnhof, Königsstraße. Ist bestimmt nicht leicht. Jetzt steig ein, Junge! Den ganzen Tag Zeit hier. Und ich würde mir halt wünschen, irgendwie noch... Vielleicht, dass es noch ein bisschen... Nächster Halt, Ringstraße Ost. Dass ein bisschen klarer wird, welche Art der Streckengestaltung halt positive und negative Auswirkungen hat. Kann man natürlich sagen, ja, das wurde dir doch im Tutorial erklärt. Aber ich sehe es halt nicht. Also ich sehe nicht die... Also ich im Sinne von sehen meine ich jetzt, ich spüre jetzt nicht so unbedingt zwangsläufig, dass sich da wirklich was ändert, wenn ich Interregio-Busse baue oder so. Also von dem einen Stadtbezirk in den anderen nur. Oder in jedem Stadtbezirk eine Haltestelle von einem Typ, um möglichst schnell Stadtteile zu verbinden oder an den Museen lang zu fahren, dass das mehr bringt oder so. Also ich habe da noch nicht wirklich jetzt ein Muster erkennen können, nachdem wir arbeiten und möglichst geschickte Strecken herstellen. Das ist mir bis jetzt noch nicht aufgegangen. Jetzt fahr doch! Da würde mich mal euer Feedback interessieren. Es gibt ja viele Leute, die haben wir schon gesehen, wir sind ja gerade nur auf... Nächster Halt, Ringstraße Ost. Neurochirurgie ist zu schwierig. Ich werde, denke ich, etwas Einfacheres wie Quantenphysik studieren. Wir waren ja auf Platz 570, das heißt also, es gibt ja wesentlich mehr Leute noch, die vor mir liegen und mir vielleicht dann besser sagen können, was da Sache ist. Ringstraße Ost. Ich vermag da noch kein Muster zu erkennen. Na komm. Nächster Halt. Maria-Theresien-Straße. Ich hatte hier auch schon mal die Fragen gestellt, ob wir da in München sind. Aber ich glaube, da kommt das deswegen Theresienplatz, Wiese. Wiese, glaube ich, ne? Ach, mein Allgemeinwissen, das ist auch schon mal besser gewesen. So. Na, jetzt geht's wieder in diese etwas engeren Gässchen hier. Und zwar in der nächsten Folge. Jetzt wieder Heiß Garderoll, spielen mit euch den Bus Simulator 16. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen und Wiedersehen.
und schaut in seine Planlisten ab oder. Und gerne einen Kommentar und nicht den Daumen vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.